5 Stunden schon platt. Hi, ich bin Dave. Hallo, ich bin's schon wieder. Ja, eigentlich wollten wir eine Bergtour machen, aber da ist im Moment gerade Sauwetter. Und deswegen haben wir beschlossen, wir machen eine Bergtour. Aber woanders. Ja, wir sind hier in der Fränkischen Schweiz. Bei, wie heißt das gerade? Burg Grub. Burg Grub, genau. Und da werden wir uns heute Nacht Quartier suchen. Genau, da habe ich ein paar schöne Felsen entdeckt und mal gucken, ob wir die irgendwie ausnutzen können. Vielleicht finden wir eine schöne Stelle, wo wir übernachten können. Und euch nehmen wir natürlich mit. Selbstverständlich. Okay, schauen wir mal. Ne? Na klar, viel Spaß. Geht's. Tschüss. Voll der abenteuerliche Weg hier. Was sagst du, Kollege? Hä? Okay. Ich sehe eigentlich nur zwei Beklopfte, die mit Kameras durch die Gegend tragen. Ich hasse Zecken. Hier geht's schön steil rauf. Wir fangen zum Schnaufen wieder Markus wieder Busch Sunny aus seinen Videos. Jetzt kriege ich wahrscheinlich auf YouTube gleich einen ins Kreuz. Ja, hier fangen schon die Felsen an. Da gibt's auch irgendwo eine Höhle. Aber wir müssen uns erstmal um den Schlafplatz kümmern. Es wird nämlich bald dunkel. So, die Sonne geht gleich unter. Aber wir haben unseren Lagerplatz erreicht. Da unten auf diesen Felsen. Ups. Geil hier. Und wie sich der Kollege so schlägt. Er schlägt sich gut. Ja, das sind schon schöne Felsen. Hier geht's nach unten. Und hier ist unser Lagerplatz. Kleine Liegeprobe. Bestens. Jetzt noch das Tarp drüber und dann gute Nacht. Ach nee, essen müssen wir auch noch was, ich habe Hunger. Kein Kampf ohne Mann. Richtig. Hey. Geschafft, gerade noch so. Das ist mein Lager. Mal ganz einfach gehalten. Nur mit Bundeswehrponcho als Tarp. Aber der Kollege ist besser ausgerüstet. Guckt euch das an. Riesentarp hier. Wie bitte? Das wird die Stadionbeleuchtung. Dein Tarp ist gut getarnt. Sieht man meinen Scheinwerfer nicht drauf. Einen guten. Was gibt's hier? Ravioli Diavoli. Mm.
Ja, bei mir sieht es anders aus. Aber als Ausgleich dafür Bio-Leinsamenbrot. Ich bin so blöd, diesen Fertigfraß hier aufzukriegen. Ah. Ersatz für die fehlende Lagerfeuerromantik. Tja, Andi, du hast gefragt in deiner Challenge, also unter anderem gefragt, was macht dir im Wald am meisten Angst? War auch die Frage, oder? Durchgetriebene Leute! Ja, genau. Genau. Für solchen durchgeknallten Typen. Ja, aber das ist genau schon der springende Punkt. Natürlich hat man im Wald, also gerade wenn man alleine ist, hört man auf jedes Geräusch wesentlich mehr. Man kennt das ja von daheim nicht. Wenn man da im Kuschelbettchen liegt, da knackst nichts. Da ist einfach ruhig, es sei denn, die Freundin schnarcht. Hier hört man natürlich viel mehr auf jedes Geräusch und kann das nicht zuordnen, weil man es einfach nicht kennt. Und das macht dann vielleicht schon ein bisschen unruhig. Aber Angst, ja, ist vielleicht was anderes. Also ich habe eigentlich mehr Angst, dass hier tatsächlich irgendeiner rummarschieren könnte. So ein Durchgeknallter eben. Und, mit der Axt. Genau. Und mir mit der Axt da mal locker flockig den Kopf in zwei Hälften teilt. Aber ansonsten geht es mir hier wunderprächtig. Eigentlich geht es mir hier sogar besser als daheim. Ich bin nämlich einer dieser netten Hausstauballergiker. Das heißt, daheim im Bett geht es mir scheiße. Aber hier, wenn ich draußen bin, geht's mir richtig gut. Ja. Oben die Luft. So Leute, ich sage euch gute Nacht. Es wird Zeit. Aber es ist dermaßen warm. Ich brauche keinen Schlafsack. Ich schlaf so. Bis morgen früh. Gute Nacht. Moin, Herr Kollege. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Geht so. War schon besser. Also ich habe scheiße geschlafen. Das lag daran, dass ich ziemlich blöd in der Kuhle drin gelegen war und sehr unbequem. Und dann habe ich aber nachts keinen Bock gehabt, mich umzuquartieren. Naja, was soll's. Mhm. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sich auch erst immer einliegen, wenn man so unterwegs ist. Du schläfst eigentlich erst die zweite, dritte Nacht gut, wenn du so... Du meinst, wenn du total kaputt bist? Nee, es ist einfach so. Ja. Ja, also bei mir war es jetzt auch nicht perfekt. Auf geht's. Kaffee und Tee. Ja. Bis ich meine Kamera aufgestellt habe, bist du schon fertig gewesen mit Kaffee. Aber ich mache mir jetzt einen Fichtennadeltee, weil ich hasse Kaffee. Okay. Sicherer Stand ist was anderes. Irgendwie man braucht noch Brötchen. Da fällt jetzt noch so ein
Mini-Nutella oder irgendwas. Das müsste reichen. Das ist dafür ein Dampfkochtopf dabei. Dauert trotzdem ziemlich lang mit dem M71. Ja? Ja, das dauert ewig. Ich meine, ich habe jetzt da ziemlich viel reingeschüttet, also bestimmt ein halber Liter. Was soll's? Frühstücke ich eine Kleinigkeit. Diverse Müsli. Irgendwann ist mal was an meinem Ohr im Laub gekrabbelt. Am Anfang? Ich habe das ja erzählt gehabt, ne? Käfer, an der Zeltwand. Als erstes hat es Glock gemacht. Irgendwas ist wieder geflogen, hast du richtig gehört. Dann plötzlich so kratz, 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 hast du gehört, wie es raufläuft. Plötzlich runtergefallen. Dann plötzlich wieder kratz, 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 wieder hochlaufen, wieder. Das hat sich bestimmt 10-mal wiederholt, aber ohne Witz. Wahrscheinlich noch öfter, weil das hat mich irgendwann mal tierisch angenervt. Ja, man hört schon allerlei nachts im Wald, im Kreuchen, im Fleuchen. Mhm. Zum Beispiel Volksmusik. Da unten am Berg, beziehungsweise im Kaff, haben sie bis 2 Uhr früh anscheinend irgendein Volksfest gehabt. Und der scheiß Gejodel ist bis hierauf gegangen. Und schon allein deswegen habe ich nicht schlafen können. Da denkt man, man ist im Wald und ungestört und in der Natur. Was kommt? Volksmusik, Gejodel. Super. Das ist in Deutschland nicht möglich. Fern der Zivilisation gibt es in Deutschland nicht. Das ist ein bisschen schade. Oh ja, herrlich. Hoppla, feurige Sache. Aber schmeckt nach Tee, muss ich sagen. Ja. Ist okay, ja. Wenn man die Fichtennadelzweige nur kurz reintut und auch nicht aufkochen lässt, sondern nur mal kurz erhitzt, dann ist das sogar recht gesund, die ganze Geschichte. Da ist nämlich viel Vitamin C dann drin. Mhm. Und beim Kochen wird das vernichtet. Also mit anderen Worten, das ist jetzt eine nährstofflose Brühe. Aber es schmeckt gut. Also kann man gut nehmen. Mhm. Kann man empfehlen, Fichtennadeltee. Meine Kamera läuft ja gar nicht. Egal. Kann man empfehlen. Danke für die Empfehlung in meine Kamera. Ja, ist gut. Also kann man trinken? Ist gut, absolut. Ja, und sogar ohne Zucker. Mhm. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten gemacht habe. Schmeckt gut. Da habe ich auch ein Video davon gemacht. Das war im Winter, es war arschkalt. Und da hat er natürlich doppelt gut geschmeckt. Klar. Das war total geil. Schmeckt richtig gut. Sonnenaufgang. Herrlich. Nachteil bei 30 Meter Paracord. Ich. Wenn du hier nicht aufpasst,
ein bisschen einen auf Flipdiving machen. Ja, also wer hier Schlafwandler ist, der hat ganz schlechte Karten. Ganz schlechte Karten. Aber sagen wir so, da ist es nicht mehr lang. Das wäre dann die Radikalkur, die Radikaltherapie. Das war mein Lagerplatz. Und die hat Brüll gehaust. Seht ihr noch was? Gut, wir nämlich auch nicht. Saubere Sache. Alter Felsen. Das wäre auch ein guter Schlafplatz gewesen. Das ist mal ein starker Felsen. Tja, aber die Höhle haben wir leider nicht gefunden. Ja, wir sind jetzt wieder hier auf dem Waldweg. Und unser nächstes Ziel, nachdem wir jetzt die Höhle nicht gefunden haben, ist dringend eine Quelle zu finden, weil ich habe nicht mehr so viel Wasser dabei. Ich habe jetzt auch nicht 400 Milliliter und wir wollen noch einen ganzen Tag hier verbringen. Das wäre dann ein bisschen weng. Ne? Ja, und im Auto haben wir auch nichts mehr. Also müssen wir jetzt unbedingt eine Quelle finden. Das ist unser nächstes Ziel.